dieses Geprüftwerden und vor der unerbittlichen Macht des Schicksals, das ist doch eine allgemein menschliche Situation, die uns alle berührt. Das Thema hat eine Aktualität bekommen, die wir uns gar nicht gewünscht hätten. Die Geschichte bei Josef Roth selbst erzählt eigentlich die Familiengeschichte des Mendelssohns und seiner Frau Deborah mit ihren 4 Kindern. Und da geht es darum, ganz im Kern, dass sie ein 4. Kind kriegen, das eine Behinderung hat. Als sie nach Amerika emigrieren wollen, dann müssen sie den Menuchin zurücklassen. Der eine Sohn wird vom Zaren rekrutiert und muss dann in den Ersten Weltkrieg. Der zweite Sohn, der als Deserteur geschafft hat, nach Amerika zu fliehen, geht dann in die amerikanische Armee und stirbt auch im Ersten Weltkrieg. Der Mendelssohn ist ein strenggläubiger Jude und er lebt nach deren Gesetzen. Es ist auch die einzige Figur im Stück, die keine äußerliche Wandlung durchmacht. Und ich will mich auch nicht angleichen. Ne? Deshalb ist er fremd in Amerika. Ich glaube, Deborah möchte, dass die Miriam es besser hat. Darum geht man auch nach Amerika. Ich sehe mich schon in ihr, da ich auch erwähne, dass sie so hübsch ist, wie ich damals war. The jazz musicians help us connect two very important stars in the piece, which are klezmer music from the Singer's family's origins in Eastern Europe, and then also the music of the New World, the jazz that they hear in New York. It's always a big challenge and very, very exciting to bring a new opera into the world. Ich denke, in dem Moment, wo man die Unvoreingenommenheit schon mitbringt, ist man gerettet beim Hiob. Und ich würde einfach einer Geschichte lauschen.